manipulate. Send out the press to let him have it. The nothing feast like a savage. Run on his casualty. Falling as his man. This is what you get when you don't break the habit. We beat the selfish abandoned from good and bad relief. And at the gates of paradise, waiting for our names. Call from above, there's an angel inside of us. If you turn a blind eye and trust that I'll be better this time around. Come on, look, you're messing around, you're every night. It's too late for resolve, we're not the foolish world. We're digging deeper like a parasite. It's time to wake up, but we're still alive. Hochverehrte, moschende Zielgruppe, schönen guten Tag hier vom Münster Haberkamp. Wann habt ihr das letzte Mal so viel Arm- und Beinfreiheit auf einem Festival gehabt? Ist lange her, oder? Dann wäre eigentlich jetzt genau der richtige Moment, um gerade ein neues Bier zu holen oder kurz mal aufs Klo zu gehen. Leider gibt es dieses Jahr keine Bierwagen, keine Klos und wie man sieht auch keine Bühnen und Bands. Natürlich, das Coronavirus hat auch vor Münster nicht Halt gemacht. Und Safety First, da muss natürlich sich das Mainstream auch was überlegen. Obwohl 15 Jahre Mainstream-Jubiläum wäre in diesem Jahr. Anderthalb bewegte Dekaden. Das feiern wir heute also nicht mit unglaublich vielen Leuten, die alle ausrasten, sondern mit schönem Bier, einem kleinen Tisch, einem Teppich und mit Timo Biert, dem Veranstalter, und Benny von Nera, der ja auch schon ein paar Mal hier mit seiner Band gespielt hat. Ist schon ein bisschen komisch hier gerade, oder? Ja, allerdings. Ist ein bisschen sehr, sehr leer. Und normalerweise würden wir jetzt hier so die letzten Details so am Freitagnachmittag abschrauben, sodass wir halt morgens früh um 8 Uhr irgendwie die Türen aufmachen können. Das ist schon strange. Ja, auf jeden Fall. Ordnen wir uns mal gerade ganz kurz ein. Du bist ja der Master des Lageplans. Du musst es ja als Veranstalterchef einfach wissen. Wo sind wir gerade? Wo stehen eigentlich die Bühnen und so weiter? Relativ einfach. Wir sind mittendrin. Das heißt, unser fliegender Teppich hier, das könnte unter Umständen auch für die Zukunft irgendwie eine heilige Fläche werden. Ist eigentlich Getränkebude und so könnten wir auf jeden Fall nicht in einem normalen Mainstream-Leben so sitzen. Hinter uns würden die beiden großen Twin-Stages stehen. Das heißt genau da geradeaus, links und rechts. Und ja, das ist auf jeden Fall extremst leer. Ich kann mir mal gucken, normalerweise mähen wir ja auch immer noch den Rasen und so weiter. Hier vorne haben wir noch den Hausmeister, der da mit dem Fahrrad rumfährt. So macht er es auch in einer normalen, perfekten Welt, wenn wir halt aufbauen. Ja, ist auf jeden Fall, du sagst es, ist schon sehr, sehr strange. 16.000 Leute stehen hier eigentlich auf dem Platz. Das war aber natürlich nicht immer so. Das Festival ist natürlich, wie soll das anders sein, auch gewachsen. 2006 sah das noch ein bisschen anders aus, Benny, oder? Du warst damals beim ersten Mainstream mit dabei. Erzähl mal. Genau, ja. Also als Timo damals gefragt hatte, ob wir da irgendwie Bock hätten, mit Niera zu spielen, war das natürlich für uns eine krasse Sache, weil hier in unserer Heimatstadt und dann direkt auf so einem großen Festival mit ja, 6.000, 7.000 Leuten und dann irgendwie direkt den dicken Headlinern, Bullet for My Valentine und Boys It's Fire und ich da waren noch irgendwie ein paar andere Bands, unter anderem, also neben uns als Münsteraner Band, waren nämlich auch die Kollegen von Crosscut mit am Start hier. Und soweit ich das jetzt hier mitbekommen habe, haben wir davon sogar ein paar verwackelte Handyaufnahmen. Großartig. Dann schauen wir jetzt mal rein, 15 Jahre zuvor, wie es damals ausgesehen hat, bei einem Straßenfest, aus dem eines der etabliertesten und immer noch sympathischsten und besten Punk-, Hardcore- und ein bisschen Hip-Hop-Festivals der Republik geworden ist. Das geht so. Ja, krasse Bilder. So war das tatsächlich da damals, ne? Also, Entschuldigung, es ist einfach, wenn ich Crosscutter sehe, dann ist einfach, fällt mir nichts anderes ein, als außer krass. Das ist wirklich, die haben hier alles weggebombt. Und deswegen sieht der Parkplatz hier auch so aus. Hier war vorher ein wunderbarer Park und jetzt haben wir die Scheiße hier.
Mann. Aber hey, lass uns mal wirklich weitermachen, genau an der Stelle. Also ich frage mich die ganze Zeit, history-mäßig, wenn das so die Anfänge waren, wie ist das Ganze gewachsen? Was war denn überhaupt die Idee damals? Ja, eine Idee gab es da noch nicht so richtig. Ne? Das war dann 2006. Wir haben das Programm der Skateboard-WM gemacht über 2-3 Jahre. Und dann ist die Skateboard-WM ausgefallen und wir hatten alle Verträge von Bands mit Bullet Firma, Valentine, Boys at 2, alles war geschlossen. Und im März, April muss das gewesen sein, da haben wir dann irgendwie mitbekommen, okay, das wird hier nichts mit der Skateboard-WM und wir mussten uns ganz schnell eine Alternative ausdenken. Und das Teil ist eigentlich aus der Not geboren. Und dann haben wir uns diesen Parkplatz so auserkoren und der sah ja noch ganz anders aus. Ne? Das ist ja jetzt hier, wir haben alles versucht, irgendwie wegzuhauen, was noch irgendwie möglich ist, um jeden Platz so gut auszunutzen. Da gab es auch noch eine alte Tankstelle und so. Also jeder, der vor 15 Jahren da war, der weiß es noch irgendwie, dass das schon irgendwie ein anderes Bild war. Und jetzt, so nach 15 Jahren, merkst du eigentlich, was das für eine Dynamik und so eine Entwicklung überhaupt so gebracht hat. So, ne? Timo, sag mal, eine der Dinge, die mir ganz besonders immer am Mainstream positiv auffallen, ist halt dieser familiäre Charakter des Ganzen. Wie viele Leute arbeiten hier gerade mit und wie viele waren es damals? Ja, familiäre Charakter, das hört sich immer gut an, sage ich mal. Ne? So Family Character Profile, aber auf der anderen Seite finde ich, ja, das sind relativ viele Leute. Das sind insgesamt fast 1000 Leute, die insgesamt an diesem Tag tätig sind. Aber es ist so ein Inner Circle-Kreis von 20, 25 Leuten, die so über das gesamte Jahr halt stetig mitarbeiten. Und das ist dann irgendwann auch so eine Leidenschaft raus geworden. Ne? Ich habe ja erzählt, das ist so aus der Not heraus geboren. Das sollte auch nur einmal stattfinden. Ne? Und irgendwie war das erste Mal die Premiere dann doch ganz gut gelaufen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das noch das zweite Mal. Und da sind noch ganz viele so bei uns im Team, die von Anfang an dabei waren. Und weißt es ja von deiner Band auch, ne? Also vielleicht ist das auch meine Band, das Mainstream. Du schnitzt und pflegst es halt immer so. Und daran ist das, glaube ich, auch gewachsen, das Team so. Ne? Und wie gesagt, es sind eine Menge Leute, die normalerweise heute und morgen tätig gewesen wären. Sogar noch am Sonntag und am Montag beim Aufräumen. Das ist natürlich alles futsch. Benny, du warst beim ersten Mal dabei, du warst diverse Mal mit Nera dabei. Wie oft? Boah, ich glaube, es sind tatsächlich 5 Mal mittlerweile. Also es war dann irgendwann schon so, ja, 5 oder vielleicht sogar 6 Mal? Nee, 5 Mal müssen es sein. Es war auf jeden Fall irgendwann schon so, dass dann stand, boah, ey, schon wieder Nera. Das bietet sich halt an. Ich kann es direkt mit Fahrrad hinfahren, das ist super. Ja, aber ihr passt nein, aber ich muss aber auch wirklich auch noch das, was Timo gerade so, oder was du ja auch schon angeschnitten hattest, mit dieser familiären Atmosphäre. Also das kann ich halt auch wirklich, wirklich nur bestätigen. Also ohne falsches Geschleime, sondern ich meine, es spricht ja schon mal fürs Festival an sich, dass irgendwie immer noch die gleiche, mehr oder weniger die gleiche Crew hier arbeitet. Die Leute sind irgendwie alle hier immer noch am Start. Also ich glaube, ich vertue mich nicht, wenn wir da immer noch Leute dabei haben, die auch als Zuschauer schon bei dem ersten Mainstream dabei waren, die jetzt immer noch irgendwie sich auf inklusive die nächste Ausgabe... Inklusive der Band Nera, die kommen sonst auch jedes Jahr, nicht zum Arbeiten leider. Ja, ja, aber nein, aber noch mal ganz im Ernst, also dass du kriegst das halt auch als Feedback von vielen Bands hinten im Backstage-Bereich. Das Publikum ist natürlich der eigentliche Headliner des Festivals, aber ohne Bands geht's auch nicht. Und was die zum Mainstream-Festival sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. We've played like loads of European festivals and they seem to be one of the livelier ones, definitely. Yeah. They're crazy here. We've been to a few festivals the last few days and they've been like, no beer here, everyone's no, cool. No everyone's fun, really friendly. You it's know, really cool. Kind of grumpy, yeah, it's a nice chilled out atmosphere. Like you say, like a family atmosphere, yeah. Für uns war tatsächlich das Mainstream immer was Besonderes, besonders positive Reaktionen. Ich weiß nicht, ob das an der Region liegt oder an diesem Festival-Konstellation. Plus wir fühlen uns natürlich unter diesen Bands besonders wohl. Wir hatten wirklich alle die Angst unseres Lebens. Also wirklich. Also ich komme ja eigentlich aus der Hardcore-Szene, aber ich mache ja jetzt Rap. Und ich hätte nicht gedacht, dass es hier so cool aufgenommen wird. Für mich ist Mainstream one of those great days just to see a bunch of bands and a bunch of old friends. So, always happy to come back. Mainstream, it's, well, I don't know, we have a lot of good memories here. We filmed our video here for Never Let It Die and we're always grateful to be here. Und für mich ist das Mainstream das wildeste Stück Westfalen. We were actually discussing how great the backstage is. Oh, yeah. Because you will play a lot of like bigger festivals where the shows are sick, the crowd's sick, but then just the amenities backstage are just garbage. If you can see, they put like there's just wood everywhere, so you don't have to worry about mud. Toilets are clean. They seem to be getting cleaned like every 10 minutes. The showers were nice. Yeah. I took a hot shower. I don't even do that at home. The food was great. That's why I want to play Mainstream again. Just really because the backstage. That's German perfection. Yeah, that's right. Yeah. Was findet ihr so gut an Mainstream? Das Geld.
Das ist wirklich Geld, was auch schon durch den Knast gegangen ist, was auf der Straße gelebt hat und trotzdem noch freundlich in der Hand liegt. Geld von ganz, ganz normalen Leuten, vom kleinen Mann, nicht von so Großkonzernen, weißt du? Wir sind ja alle eine Familie. Das sind alles Cousins und Cousinen von uns. Die sollen einfach anrufen, wenn sie Stress haben, ich komme vorbei. For such a big amount of people, it's one of those festivals where it takes away any barrier between the fans and the band. You can be the biggest band in the world or the smallest band in the world and you'll get the same experience. It's almost like having that feeling of a crazy club show, but on a festival level, which is really unique. It's really awesome. The team for Vainstream are amazing. The first time we ever played Vainstream, we got caught in a traffic jam, ended up 20 minutes late for our set. And we're like, they're gonna kill us. We're gonna arrive there and they're gonna kill us. And we rocked up like, no, you still have time for three songs. It's great. The crew grabbed everything, threw it on stage. We still got to play, still the best show we had ever played at that point in time. From that point on, we're like, wow, this is rad. I wonder if every festival's like this. Parkway Drive. Auch eine Band, die ja quasi mit dem Festival und auf dem Festival ein bisschen gewachsen sind. 2014 haben die, glaube ich, noch am frühen Abend gespielt. Und dann? 2018 waren die Headliner. Verrückt. Und mittlerweile weltweit riesengroß. Und warum? Das schauen wir uns jetzt mal an in einem Recap aus 2014 und 2018. Aber Timo, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt nicht nur für Münsteraner-Verhältnisse, sondern für allgemein für Festival-Verhältnisse hatten wir richtig, richtig krasse Headliner, die du irgendwie an den Start gebracht hattest. Wir hatten Slayer in Münster, wir hatten Motorhead, wir hatten NoFX, wir hatten Dimmu Borgir. Dimmu Borgir, ja, aber Slayer, da bist du mit dem Fahrrad gekommen, ne? So nämlich. Ja. Wie sich das gehört für Münsteraner. Ja, klar. Wir hatten schon eine ganz gute Historie, so, das stimmt schon. War aber auch nicht so immer ganz einfach. Ne? Also du hast jedes Jahr immer das Puzzle, ey, welche Band ist verfügbar, wie sieht es hier moneymäßig aus. Und das ist dann schon nicht immer so ganz easy. Wir haben natürlich aber auch in unserem Umfeld eine Band wie die Broilers, die halt hier auf der dritten Bühne gespielt haben und angefangen haben und sich dann Step by Step so hochgearbeitet haben. Und das ist auch eine ganz gute Geschichte, ähnlich wie Parkway Drive das auch hatte. Und ich glaube, Sammy ist auch irgendwie mit Herzen dabei. Ne? Er hat uns, glaube ich, was geschickt, habe ich gehört. Kann das sein? Schauen wir mal rein. Der beste Mundküsser der Republik, Sammy von den Broilers, mit einer Videobotschaft ans Mainstream. Na, Mainstream Festival. Seid ihr schön am Schwitzen am Haberkamp. Was Gutes über das Mainstream Festival zu sagen, fällt mir gar nicht so schwer. Und ich würde auch was Gutes sagen, wenn das ein Scheiß-Festival wäre. So viel kann ich euch verraten, weil ich die Leute dahinter einfach zu gern mag. Ich bin stolz auf die Jungs und Mädels, was sie auf die Beine gestellt haben. Schön ist, ich muss mir nicht aus den Fingern saugen. Ich muss nicht lügen. Das ist wirklich ein sehr gutes Festival. Wir sind da gern sowohl als Band, wenn wir auf der Bühne stehen und den Sonnenuntergang am Haverkamp sehen, als auch als Gäste, wenn wir den Leuten das Bier wegsaufen. Habt einen schönen Abend, cremt euch schön ein, lasst uns zusammen nach vorne blicken und uns auf das Jahr 2021 freuen. Tschüss. Die fabulösen Broilers. Natürlich mittlerweile ein veritabler Headliner in der kompletten Republik, aber natürlich auch fürs Mainstream, weil Punkrock State of the Art. Die passen natürlich super hier ins Festival-Lineup rein. Man hat aber manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man so auf das Lineup schaut, da gibt es so ein paar Störer, wo man denkt, passt das jetzt so?
Thema Hip-Hop. Das war ja irgendwie trotzdem immer ein Thema zwischen den ganzen Sportgitarrenbands. Erzähl mal, wie kommt der Gedanke zustande? Ja, das ist super wichtig, ne? Also ich glaube, dass jedes Festival oder das Mainstream an sich sich dadurch auszeichnet, neben dieser Heavy-Sparte, Hardcore, Metal, Punkrock, ne? Dass du da halt einen Exoten hast, der so raussticht. Und das war dann quasi auch so mit KIZ so zu der Zeit das Beste, weil die vereinten so beide Szenen. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wir mussten die echt überreden, hier zu spielen. Die hatten immer so irgendwie eine Geilheit gehabt, aber sagten, ey, passen nicht so wirklich rein. Die hören ja auch die Musik, die ihr so spielt. Aber dann hatten die wirklich auch den fast besten Festivalauftritt und sind dann immer wieder gekommen. Nachher kam noch Casper, 187 Straßenbande war da, Jennifer Rostock hat gespielt. Und ich glaube auch Antilopengang hatte man mit euch, war das mit euch irgendwie vor 2 Jahren? Das ist schon ultra wichtig, so ein Set zu haben, wo du verschiedene Sparten so reinbringst. Das zeichnet das Festival auch aus. Habe ich auch Spaß dran. Ja, und bühnenseitig kann ich es nur bestätigen. Wir haben unsere lieben Freunde von der Antilopengang, Küsse in die Richtung, eingeladen damals hier als Secret Special Guest bei unserer Donuts Show. Und wie gut das damals funktioniert hat, einen Song namens Kaputt mit einem Song namens Beton zusammen zu mashen zu einem Punk, Hip-Hop, whatever Crossover, das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Die Aufgabe des Menschen, die Natur zu besiegen. Alles, alles muss kaputt sein. Hey, hey, hey. Alles muss in Scherben liegen, fest auseinander fliegen. Alles, yeah. Alles muss hier in Schutz sein. Hey, hey. Du bist der Schiff, denn alles muss kaputt sein. Bam, war das eine Schelle oder was? Genau so ist nämlich das Mainstream Festival. Hey, 16.000 Leute, die hier Jahr um Jahr ab 9.45 Uhr morgens für jede fucking Band ausrasten, ist einmalig. Und dabei auch sehr bunt gemischt, oder? Ja, absolut. Also so habe ich es zumindest all die Jahre hier wahrgenommen. Also das ist ja von bis alles dabei. Du hast hier irgendwie, ich sag jetzt mal, die jüngeren Kiddies bis hin zum, je nach Line-Up, aber auch durchaus mal den Metal-Kuttenträger hier mit am Start. Also es ist ein sehr bunt gemischtes, breit aufgestelltes Publikum, was trotzdem aber immer sehr gut funktioniert. Wollte ich gerade sagen, und auch nie Problems. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt schon so, nach 15 Jahren prallen da ja schon irgendwo auch Generationen aufeinander. Ne? Also da gibt es ja nicht den einen oder anderen, der halt also irgendwie seit 15 Jahren dabei ist. Oder auch mal Leute, die jetzt zum zweiten oder vielleicht zum ersten Mal kommen. Wobei wir wirklich ein sehr, sehr treues Publikum haben. Ne? Also zumindest in den letzten 7, 8 Jahren hat sich das wenig gewechselt. So, das steht bei vielen irgendwie richtig mit Rot drin, Ende Juni, Mainstream, muss ich schon sagen. Aber ist ja auch einfach so, wenn 16.000 Leute aufeinander prallen, hast du immer mal wieder so Probleme. Und hier ist nie, es ist nie was passiert. Toi, toi, toi so, aber das muss man, glaube ich, schon so einmal kurz dick markieren, dass die halt alle sich super gut verstehen, egal ob der eine eher Hip-Hop oder Metal oder Punkrock ist. So. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Auszeichnung dafür, auf jeden Fall. Ja, und von diesen sehr sympathischen Publikumsimpressionen haben wir auf jeden Fall ein paar Impressionen. Oh, okay, alles klar. Wir lassen das jetzt mal so laufen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Wo kommt ihr Jungs denn her? Österreich. Aus der Steiermark bei Graz. We're from England, from Oxfordshire. Thank you, it's fantastic. We love it. We come all the way here. You guys come from Holland, right? Yes, we are from Holland and we are special come for Moldhead, but also for the... Ja, wie gesagt, ich bin hier mit ein paar Freunden, hab schon viele Leute kennengelernt. Mega geil hier auf jeden Fall. Ich war jetzt auch gerade schon im Moshpit und da wird man halt direkt wieder hochgehievt, wenn man irgendwie hinfällt. Alles super. Es ist halt alles eine große Familie. Und das hat man sonst eigentlich nirgendwo, finde ich, also in keiner anderen Musikszene so sehr wie hier. Es ist halt gemeinsam auf längeren Zeitraum zusammen und jeder hilft jedem und man ist halt irgendwie immer alle auf Kumpels, alle dick zusammen so. Das ist halt ganz cool. Eigentlich muss ich aufs Klo die ganze Zeit voll, weil ich so bin. Aber ja, vielleicht habe ich ja jetzt was gewonnen oder so. Ja! Klasse! Ganz angenehm, dass es nur ein Tag ist, weil 3 Tage Festival ist echt anstrengend. Und so, und ja, ich finde es eigentlich bis jetzt, also das, was wir heute erlebt haben, alles wunderbar, so, und es kann auf jeden Fall so bleiben. We love it! We come all the way here! Ja, das war natürlich der eine wichtige Teil des Festivals, nämlich das Publikum. Aber hey, neben den Bands und dem Publikum gibt es noch ganz, ganz wichtige Leute, nämlich die Crew.
Leute, die einfach im Hintergrund arbeiten und sich gar nicht in den Vordergrund drängen, sondern einfach wirklich schaffen, damit dieses Festival auf sicheren, wichtigen und guten Beinen steht. Timo, wie viele Leute sind denn das eigentlich jedes Jahr, die hier so mitarbeiten? Ey, insgesamt sind das so knapp 1000 Leute, ne? Wobei da jetzt irgendwie auch jeder Security, alle Sanitäter und so weiter drin sind. Aber da sind so gut 1000 Leute und übers Jahr verteilt, im Inner Circle, wenn man das so nennen darf, sind das so 25 bis 30 Personen, die sich so die ganze Zeit so rund um diese Vorplanung und auch Nachbereitung kümmern. Und das ist gewachsene Sache? Also sind ja, das eigentlich Überzeugungstäter, gewachsen, die jedes Jahr wieder dabei sind? Ja, die konnten dann irgendwie dann doch nicht mehr loslassen. Es sind am Anfang, ist ja ganz klar, ne, da waren wir quasi mehr oder weniger alleine mit 5 Friends irgendwie und haben das Ding irgendwie gemacht. Ist logisch, dass du dir, je größer du wirst und dass das dynamischer wird, auch mehr Leute dazukommen. Aber die Leute fanden das irgendwie alle sehr, sehr interessant und wollen immer wieder kommen. So, das ist schon mal ganz gut, egal ob es der Koch ist oder irgendwie von der Security-Bande, so gerade die, die in der ersten Reihe sind. Ne? Also die haben ja echt gut zu tun, gerade wenn jetzt so ein Wetter ist wie jetzt. So mit, ich weiß noch, unser Rekordsommer mit 38,5 Grad. Da haben wir alle gesagt im Vorfeld, ah, das wird schwierig. Aber die haben das als Challenge gesehen, so in der ersten, in der Welle. Und haben dann quasi, die spielen halt ja auch mit und sagen so, ey Leute, kommt rüber. Ne? Also ich glaube, das ist ja schon so sehr bezeichnend, dass wir einer der letzten Festivals sind, wo Crowdsurfen ja noch irgendwie relativ erwünscht ist und das auch vor allen Dingen easy peasy funktioniert. So, ne? Natürlich, klar, der eine oder andere trägt davon vielleicht mal ein paar Beulen, aber es hat sich im Großen und Ganzen nie einer beschwert. So, ne? Und das ist ein ganz schmaler Grat und dazu muss auch die Security gut mitspielen. Und das Team, so Publikum und Security, ist, was das anbetrifft, weil das lebt halt auch, ne? Die Musik, die wir hier bringen, von der Dynamik, von diesem Lifestyle, viel Bewegung, viel Power, das muss dann auch alles passen. So. Und ja, da gibt es natürlich dann auch 1000 Leute irgendwie, die gefühlt irgendwie seit 10, 15 Jahren so dabei sind, die müssen auch einfach dabei sein, sonst wird es halt nicht so viel Spaß machen. Das ist wie bei Schalke 04, spielen schlecht, aber Hauptsache die Crew dabei. Und so ist das bei uns auch, wobei, ey, wir haben dann wenigstens ein bisschen Erfolg, im Gegensatz zum Gelsenkirchener Partnerverein. Wow, wow, wow. Ich sehe schon mehrere Leute abschalten. Bitte bleibt dran, denn wir gucken uns jetzt mal die Crew an. Die, ja, genau. Die Crew sind nämlich hier nicht nur Leute, die Seekuh sind. Das sind Kabelschlepper. Das sind Leute, die das Catering machen. Das sind Leute, die sich einfach dafür stark machen, dass hier jeder mit einem fucking Lächeln durch die Gegend geht. Also ich bin Lulu. Ich mache hier das Veranstaltungscatering. Das Rainstream ist mein Highlight des Jahres. Es gibt hier großartige Menschen. Die komplette Infrastruktur ist mit jedem Jahr schöner und runder geworden. Und ich kenne kein familiäreres Festival als dieses hier. Ich bin Carsten vom Rainstream Festival Merchandise. Und für mich ist Rainstream das Besondere, einfach an einem Tag mit der Familie halt irgendwie zu arbeiten. Es ist super familiär, mit super vielen Freunden diesen Scheiß stemmen. Macht Spaß. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren hier am Festival-Merch, bin aber schon seit 10 Jahren mit dem Aufbau und sowas mit dabei. Ich finde es schön, dass es halt im Grunde halt nur ein Tag ist, dass es halt deswegen ganz speziell ist. Ist 10 Uhr spielt die erste Band, 22.30 Uhr hört die letzte Band auf dem Platz auf, hinterher geht's weiter. Es ist ein innerstädtisches Festival, was ich extrem toll finde. Wo hat man das? Wenn zum Bahnhof sind es 5 Minuten. Ich finde, das ist schon sehr speziell an diesem Event hier in Münster. Wer hätte das gedacht, dass auf dem Parkplatz Süd-Süd hinter der Halle Münsterland irgendwann mal sowas entsteht? Ich bin, glaube ich, von Anfang an mit dabei. Und was ich mache, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich bin hier, bin da und versuche irgendwie jedem zu helfen. Also die meisten nämlich Hüpper oder Klaus, Funktion, Security um die Bühnen rum, die Wellenbrecher, Sicherheitsmaterial, also hauptsächlich, dass nichts verrutscht. Immer mehr Tätowierte, aber trotzdem immer liebevoller. Da spielt sich alles ein und da läuft sich von selbst ein. Manche Leute freuen sich, die sehen sich nur einmal im Jahr und trotzdem funktioniert es. Weil alle unsere Rot sind, weil alle Rock'n'Roll machen. Ja, mein Name ist Thomas Desponik, kümmere mich um die Sponsoren, mache also, wie gesagt, das Sponsoring. Und ja, Rainstream für mich ist ein schönes Klassentreffen in der alten Heimat, wo man groß geworden ist, um ganz ehrlich zu sein. Okay, ich bin Alex, ich leite mit Beli zusammen den Künstlerbereich. Das war eigentlich schon meine Funktion. Das hat sich in den ganzen Jahren extrem entwickelt. Also wir haben halt immer ganz viele Bands, die auf Tour sind und auch gar nicht bei uns spielen, die trotzdem vorbeikommen, weil sie einfach Bock haben, bei uns abzuhängen. Weil sie wissen, es ist immer nett. Die treffen viele Leute, werden gut bewirtet.
das ist eigentlich ein ganz schöner Rücklauf, also was die Künstlerseite anbelangt. Bernhard Kuhlmann von der Sputnikhalle. Und Tätigkeit hier am Vanstream ist Hausmeistertätigkeiten am Haus. Ich bin dann meist die ganze Woche vorher da. Und dann so, wenn Sachen gebraucht werden oder ich meine Sputnikhalle zur Verfügung stellen für Catering die ganze Woche. Und so Kleinigkeiten machen. Zäune abbauen, ausbauen und Sitzgelegenheiten bauen. Es wird eine Menge gemacht, um den Menschen auch Spaß zu bereiten, sag ich mal, was dem Festival Geld kostet, was aber nicht Geld wieder reinspült. Also es gibt so eine kleine Tendenz zu Festivals, die als reines Wirtschaftsunternehmen funktionieren, was ja auch völlig in Ordnung ist, die müssen ja auch Geld verdienen. Da geht so ein bisschen die Seele verloren und ich finde, das Vanstream hat eine unglaublich große Seele. Es ist echt, es ist real. Die Menschen, die hier sind, die haben Bock, hier zu arbeiten. Eine ganze Menge aus der Crew nehmen sich einfach Urlaub von regulären Jobs, um dann hier temporär tatsächlich für 10-11 Tage zu arbeiten, weil sie einfach Bock haben, weil die Stimmung gut ist und weil sie diese Seele spüren einfach. Und das ist so das Besondere, was das hier auszeichnet in meinen Augen. Die Atmosphäre ist einfach einmalig. Die kriegt man sonst nicht. Und auch wenn man arbeitet, es ist einfach ein schönes Gefühl, was zu schaffen. Was funktioniert. Am nächsten Tag bauen wir wieder alles ab. Alles geht wieder seinen normalen Weg, aber wir haben was Großes geleistet. Das macht Spaß. Hast du mal darauf geachtet? Alle, aber wirklich alle, haben ein Lächeln im Gesicht. Hinter der Bühne, auf der Bühne, vor der Bühne. Das ist das Vanstream Festival. Highlights gab es in den letzten 15 Jahren eine ganze Menge. Also kann man gar nicht an einer Hand abzählen. Wie soll man das machen? Hat jemand von euch persönliche Highlights? Was war deins? Boah, ist, glaube ich, schwer, so einen Moment rauszuziehen, so als das Highlight des 15-jährigen Geschichtsjubiläums rauszufiltern. Ich glaube, für mich persönlich fand ich die Casper-Show von vor 2 Jahren mega geil. Das war fett, weil ich das cool fand, dass so ein Künstler beim Vanstream abgefeiert wird. So, weil das nochmal so eine Bestätigung war, dass auch so einer hier bestehen kann. Obwohl es vielleicht auf dem ersten Moment artfremd ist oder was auch immer. Aber das fand ich geil. Jede KZ-Show auch und so weiter, ne, aus diesem ganzen Bereich. Und das ist mehr so auch wieder persönlich. Ich finde es einfach ein geiles Gefühl zu sehen, so jedes Jahr so in dieser Aufbauwoche auf diese ganzen Leute so zurück. Und auch Benny, wenn der mit dem Fahrrad hier vorbeikommt, irgendwie, der kontrolliert ja dann immer montags, dienstags, ob das alles irgendwie gut funktioniert. Aber mal ernsthaft, das ist eigentlich das, was die Essenz so für mich ist und worauf ich zumindest großen Wert drauf lege, dass das innerhalb der Crew ein geiles Spirit ist, eine geile Atmosphäre. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt immer. Das ist so eine Art Highlight jedes Jahr so. Toll. Benni? Ja, mein sehr klares Highlight ist eigentlich dadurch, dass wir ja hier aus Münster kommen, haben wir auch immer viel Family hier mit am Start. Und eigentlich so von jedem Bandmitglied kommen irgendwie gefühlt Mama, Papa, Schwestern, alle auch mit am Start. Auch wenn ihr nicht spielt, ne? Auch wenn wir nicht spielen, genau. Also es ist auch da schon fett markiert im Kalender. Aber da war es dann so vor, ich weiß nicht, lass es 10 Jahre her sein oder so, dass ich dann zum ersten Mal mein Opa Heinz hier mit am Start hatte. Und den hatte ich dann dem Publikum vorgestellt und sagte, ja, hier unter anderem mein Opa ist hier mit am Start. Und hier begrüßt ihn doch mal alle ganz herzlich. Und das war schon schön. Aber 2 Jahre später haben wir dann wieder hier gespielt. Und da war es dann so, dass während unseres Intros hörte ich da schon, egal wie man jetzt unseren Namen aussprechen sollte oder mag oder wie auch immer, man kam nicht auf Niera raus oder Niera oder wie auch immer, sondern es stellte sich dann hinterher, dass wirklich hunderte Leute vorne immer Opa Heinz, Opa Heinz und gefolgt von so einem krassen Jubel, wo ich dann irgendwie dachte, okay, vielleicht irgendwie einer von den anderen Jungs schon irgendwie auf die Bühne gegangen. Aber es war dann wohl so, hinter aus der Perspektive meines Vaters wurde mir das erzählt, dass Opa Heinz wurde ja die ganze Zeit gerufen von den Leuten und dann hat er zu meinem Vater gesagt, ja, dann gehe ich wohl mal nach vorne. Und ist dann wirklich auch dann vorne auf die Bühne gegangen und die Leute, hey, Opa Heinz. Und 2 Tage später, und das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut, wurde er dann auch im Supermarkt erkannt von 2 Metallern, die dann gesagt haben, ey, du bist doch hier Opa Heinz. Und er musste sogar ein Autogramm geben, oder er durfte ein Autogramm geben. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut in diesem Sinne. Oder hiermit dann auch nochmal ein Gruß an Opa Heinz da oben. Und genau, ja, das war so wirklich mein Highlight. Da werde ich mich auch also für immer dran erinnern. Ja, Ingo, wie sieht's bei dir aus? Kann ich nicht toppen. Opa Heinz wird niemals zu toppen sein, müssen wir einfach ganz klar sagen. Hast du das gehört? Headliner der Herzen. Aber hey, wir haben mit den Donuts hier letztes Jahr gespielt, Co-Headline, und haben als Special Guest
geheimerweise die Kassierer einfliegen lassen aus dem Ruhrpott, um gemeinsam das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, zu spielen. Und gibt es einen perfekten Festivalsong? Wenn, dann ja wohl den. Das war der Hammer. Ohne Scheiß. Ich kann jetzt, also wirklich beruhigt, mich einfach hier unter eine Eiche legen, wo so Eichenprozessionsspinner sind. Lass mich einspinnen, ist mir alles ganz egal. Aber das ist alles Kram aus der Vergangenheit. Lass mal kurz in die Zukunft gucken. Timo, Vainstream in den nächsten Jahren. Was ja, geht? 2021, ne? So, ja, viele wissen das ja schon irgendwie, ne? Das Line-Up konnten wir ja zu 95% von diesem Jahr auf das nächste Jahr spiegeln. Ich fand das super, dass auch so Acts wie Offspring, Sum 41, das so unkonventionell wie es ging, sofort zugesagt haben. Wir haben gesagt, wenn wir nicht dieses Jahr kommen, kommen wir nächstes Jahr so. Das hat bei allen fast geklappt. Und wir werden nächstes Jahr, so wie immer unser Credo war, noch mehr optimieren, noch besser machen. Wir werden auf jeden Fall eine gehörige Geländeerweiterung machen. Wir werden das Thema Skateboarding hier noch mal reinbringen. Wir werden ein paar mehr Side-Events haben. Eine kleine Latte an Bands in Kürze auch noch mal bekannt geben. Und einfach noch mehr so rausziehen, was noch geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gut wird. Und dass dieses Festival wächst und wächst und wächst. Jahr um Jahr.